So, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge von Retro Style hier bei uns. Und heute mit einem uralten Klassiker Maniac Mansion. Das war so der allererste Adventure, den ich persönlich gespielt habe, damals auf dem, ich glaube, Commodore C64. Und wie ihr es an der Grafik erkennen könnt, es ist alt. Es ist sehr alt. Es ist von 1987. Und das Spiel geht darum, kurz die Story erklärt. Ihr seid der Freund, ja, der Liebhaber einer Dame, die entführt worden ist, und zwar von einem verrückten Wissenschaftler. Und ihr müsst euch jetzt euer Team zusammenstellen, um in die Maniac-Menschen einzudringen und um eure Freundin zu befreien und das Leben zu retten. So, und schon alleine bei der Auswahl der Charaktere könnt ihr viel falsch machen, denn es gibt einige Charaktere, die haben alle quasi besondere Skills. Zum Beispiel gibt es hier den guten Bernard, President of the Physics Club and Winner of the College Geek Award. Der ist irre intelligent, ja, und der kann Sachen reparieren, die mit Elektronik und so zu tun haben, glaube ich, war das. Und dann haben wir hier eine Rockbraut, die kann irgendwie Gitarre spielen. Das war irgendwie gut, um einen Monster einzuschläfern. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall braucht man drei Leute. Und ich nehme jetzt einfach mal den Sunny Boy. Ja, der macht eine New Wave Band auf und dann nehme ich noch die hier, die ist nämlich ziemlich hot. Wendy. Wendy wants to be a famous novelist and is waiting for a big break. So, die Break gebe ich ihr jetzt einfach mal. Und dann drücke ich mal auf Start und wir gucken uns gemeinsam mal den Vorspann an. Baby. 20 years ago today. Da, das ist ein Meteorit, der einschlägt. Ja, das soll ein Meteorit sein. Achtung, Achtung. Bäm! Der Sound, ey. Der Es ist halt einfach. Ist übrigens ein Spiel von Lucasfilm. Eins seiner ersten, würde ich behaupten. Ja gut, das können wir jetzt auch mal ein bisschen beschleunigen, hoffentlich. Nein, geht nicht. Scheiße. Gut. Game Pause. Nee, Pause wollen wir nicht. Oh, this looks like the old mansion. I'm sure I saw Dr. Fred take Sandy here. Genau, das ist der Name der Freundin Sandy. Und Dr. Fred ist der verrückte Wissenschaftler, der hier wohnt. It's up to us to get her out. This could be real dangerous. Heißt es nicht really dangerous? Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Let's do it. Alter, der Mond ist mega groß. Was ist denn da los? So, meine Damen und Herren, und das ist das Spiel. Walk to, push, open, close, read, give, walk to, pick up, what is, unlock, new kit, use, turn off, turn on und fix. Das sind die Befehle, die man hat. Also, walk to ist übrigens der Standardbefehl. Read sign. Warning. Trespassers will be horribly mutilated. Also, auf Deutsch gesagt, alle Leute, die hier weitergehen, werden abgemetzelt. Brutalst abgemetzelt. Interessiert mich aber nicht, denn ich bin Super Dave und ich gehe jetzt hier einfach mal weiter. Ja, Walkthrough ist zum Glück der Standardbefehl, den muss man nicht immer wieder anklicken. Und ihr seht auch diese extrem geile Grafik. Die Nase sieht so aus, als ob. Sind einfach nur drei Pixel halt, ne? Untereinander geballert. So, und wenn ich mich richtig erinnere, dann war unter dieser Türmatte, ja, wenn ich die jetzt ziehe, Pull, Türmatte, Doormat, da war ein Schlüssel drunter, meiner Meinung nach. Zack! Walk to. Key. Pick up. Key. Bam, habe ich einen Schlüssel. So, und jetzt kann ich, glaube ich, use key in front door. Bam! So einfach geht es. Gut, daran kannte ich mich noch erinnern. Jetzt weiß ich auch, dass hier dieses Gebüsch, das kann ich wegziehen. Irgendwie. Pull bushes. Pull Bushes, genau. Und dann kann ich da irgendwie, aber ich weiß nicht mehr, was man damit gemacht hat. Open Grating. What is Grating? Los, was ist das? Okay, er sagt mir nicht. Push Grating. I can't budge it. It's rusted shut. Okay, also es ist verrostet und lässt sich nicht mehr öffnen. Alles klar, ich weiß nicht mehr, was ist denn hier? Oh. Was ist das? Ein Briefkasten. Okay. Close. Open.
Open Flag? Open Mailbox, ja. What is? Ist da was drin? Scheinbar nicht. Okay. Ich glaube, ich musste das Fähnchen hochmachen. Weil in Amerika ist es so, wenn das Fähnchen oben ist, dann ist da Post drin oder so. Ah, ich weiß nicht mehr genau, was hier Sache war. Irgendwas war mit dem Briefkasten. Ich weiß nur nicht mehr genau was. Ist ja auch egal, wir machen uns erstmal auf den Weg und suchen unsere Sandy. Die wird nämlich garantiert nicht im Briefkasten stecken. Und da wir die Tür geöffnet haben, gehen wir jetzt einfach mal rein und gucken, was uns in Dr. Freds Haus erwartet. So, wir haben hier eine Tic-Tac-Uhr. Hört euch den Sound an. Alter, das ist Horror. Der pure Horror. Was? Scheiß! Gut. Ich glaube, die konnte man auch öffnen. Da war irgendwas drinne. It doesn't seem to open. Ah, verdammt. Okay. Was ist das? Das ist eine Vase. Walk to Vase. Pick-up Vase. Okay, das funktioniert nicht. Pick-up Vase. Read Clock. It's the correct time. Alles klar. Gut, ich weiß, dass hinter dieser Tür, meine Damen und Herren, da war der Albtraum meiner Kindheit, weil das ist die Küchentür also die Tür zur Küche. Und wenn ich da in die Küche reingehe, dann kommt die Arztschwester, Tante Erna, und die fängt einen. Und wenn die einen fängt, dann sperrt die einen in den Keller ein. Und ich weiß, dass ich als Kind, ich wusste genau, was passiert. Und ich habe mich jedes Mal wieder zu Tode erschrocken, wenn diese hässliche alte Krankenschwester kommt. Oh, da ist Sandy. Well, my dear, hope you're having fun. Ha, ha, ha. Within minutes, it'll all be over. You'll be hooked up to my machine, getting your pretty brains sucked out. Okay, er will ja also das Gehirn aussaugen. Nicht so nett. You'll never get away with this. Dave and his friends will rescue me. Ha ha ha. And your meteor can eat slime. Okay, whatever. That's what she thinks. Ha ha ha. Ha ha ha. Okay, also das ist Sandy. Yellow boopt Sandy. Help, help, help. Die ist scheinbar irgendwo eingesperrt. So, und da ist eine Taschenlampe. Die nehme ich mir natürlich. Die nehme ich mir natürlich. Die Taschenlampe, die brauchen wir. Pick-up Flashlight. Bam. So, ich glaube, die hatte aber noch keine Batterien, wenn ich mich recht entsinne. Nee, Use Flashlight. Mit Schlüssel. Das ergibt keinen Sinn, oder? Gut, was haben wir hier? Oh, da haben wir ein Stove, also einen Ofen. Den können wir ja mal öffnen. Mal gucken, was da drin ist. Okay, er will lieber die Mikrowelle benutzen. Dann öffne doch mal die Mikrowave. Da ist nichts drin. Ha, ihr seht schon, hier ist eine Kettensäge in der Küche. Das scheint also nicht so ganz die normale Haushaltsküche zu sein. So, Leute. Und ich weiß, wenn ich jetzt nach rechts gehe, dann kommt. Hier, pass auf. Da ist er! Da ist er! Lauf, 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 lauf! Want some food? Come here, Derry! Lauf, 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 lauf! Ah, ja, entkommen! Das ist nämlich der Trick an dem Spiel. Die kommt einem nur direkt bis zur Tür nach und danach nicht mehr. Als ob man durch ein magisches Portal getreten ist, und man ist entkommen. So. War die jetzt immer noch da, wenn ich in die Küche gehe? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Oder war die jetzt weg? Ich glaube, die war weg. Ich glaube, das war nur so ein One-Way. One-Hit-Wonder. Okay, aber ich mache mich schon mal weglaufbereit, weil ich nicht sicher bin, ob sie immer noch. Ja, sie ist weg. Es ist so geil, was das Gehirn sich noch abspeichert, oder? Das Spiel ist von 1987 und ich wusste noch, dass fucking Tante Erna, die Krankenschwester, da irgendwie rumlungert. Das ist so. So, öffne Kühlschrank. Oh, was haben wir denn da alles drin, ne? Das muss ich alles nehmen. Alles meins. So, Käse. Ja, Käse wird genommen. Alles klar, wir haben den Käse. Was haben wir hier noch? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist Salat oder sowas. Alte Batterien, ja, alte Batterien. Warum die im Kühlschrank stehen, weiß ich auch nicht. Egal. Eine Dose Pepsi. Was haben wir noch? Ketchupflaschen. Okay. Gut, und an der Stelle wechsle ich mal zu einem anderen Kind, weil das ist, weiß ich noch, ist die Besonderheit bei Maniac Menschen. Man ist ja ein ganzes Team, man ist ja nicht nur eine Person. Und deshalb konnte man jetzt den Spieler wechseln.
zum Beispiel auf Sid, dass falls man, manchmal brauchen wir nämlich auch an einer Position zwei Spieler. Einer drückt einen Schalter und der andere geht durch die Tür durch sozusagen. Und deshalb konnte man zwischen den einzelnen Personen hin und her schalten, auch wenn einer stirbt oder einer gefangen wird. Dann ging das. Und deshalb nehmen wir jetzt mal den nächsten Charakter. Und an dieser Stelle unterbrechen wir jetzt, nachdem wir mit Dave das Haus betreten haben, unterbrechen wir an dieser Stelle Maniac Mansion von 1987. Oh, gee, I'm hungry. Oh, da ist jemand hungrig, der will bestimmt in die Küche. Oh mein Gott, der will bestimmt in die Küche. Oh, ich muss aus der Küche verschwinden. So Leute, an dieser Stelle mache ich jetzt Pause. Ich renne hier mit Dave raus aus der Küche, weil ich glaube, wenn der Typ Hunger hat, wird er in die Küche gehen und ich will ja nicht gefunden werden, denn ich will meine Sandy retten. Da ist auch Sid. Hi Sid. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Und nächste Woche geht es hier weiter mit Maniac Mansion Teil 2, würde ich sagen. Was für ein geiles Spiel. Ich hoffe, ich kann abspeichern. Nein, Intruder, halt! Nein, 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 raus, 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 raus. Nein, 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 nein. New Kid, New Kid, New Kid, Sid. Nein, 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 raus, 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 raus. Nein, zu spät, ich bin gefangen worden. Ah, oh, nein. Fuck. Ja gut, scheiße. Nur weil ich hier Pause machen wollte. Ihr seid schuld, liebe Zuschauer. Fuck.